Walzer hier bei Hide and Seek und ich bin ein Holzblock. Oh, das ist so schlecht. Nein, Quarzblock. Oh, ach, bei der letzten. Okay, das ist sehr gut gebraucht. Aber was hast du so viel Quarz? Was ist hier mit Holz, 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 Holz? Das ist alles nicht so gut. Ja, danke schön, danke schön. Kann ich verstehen. Hey, ja. Komm, stehen Sie nicht auf. Komm, ja. Ich habe jetzt wieder bitte ein neues Slogan. Stehen Sie bloß nicht auf. Mafia, stehen Sie bloß nicht auf. Ja, nee, bleiben Sie schön unten. Oh Mann, ich habe immer keinen guten Platz. Ich möchte mich einfach irgendwo hinsetzen. Brauche ich keinen guten Platz. Was bist du jetzt nochmal? Ein ganz normal gewöhnlicher Eichenholzspack. Der ist richtig scheiße. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht eigentlich so ein Bücherregal. Nee, nee, nicht. Das ist kein Garten. Da ist auch nichts. Hier nee, ist alles noch Quarz. Bücherregale sind hier, das ist gut. Also wie viele Sieger das jetzt schon sind, ne? Jetzt wird's spannend, jetzt wird's ganz kurz spannend, ne? Ich sehe irgendwann mal hier einer, ne, sind alle weg. Oh, hier wäre ein sehr guter Platz. Oh, hier verstecke ich mich. Schön, wie das aussieht. Oh, Junge! Der Sieger war gerade... Nein. Also. Ich lebe noch, aber der Sieger ist so knapp an mir vorbei, das glaubst du gar nicht. Hier, wie heißt er? Pill 1008. 1008. Der hat so knapp an mir vorbei. Der Typ ist ein Gang an mir vorbeigelaufen, Alter. Ein verfickten Gang. Bei mir ist Mr. Joan. Bei mir ist Mr. Joan. Nein, Mr. Joan, please nicht. Leute, hier mit dem Joan. Wahrscheinlich ist der Typ hier gelaufen. Der ist hier vorbeigerannt, als ich hier stand. Das war echt krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mr. Joan. Verpiss dich, Mr. Joan. Was? Oh, Mr. Joan schlägt auf mich ein. Abhauen, 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 abhauen. Was? Ah, fuck. Junge, der... Hä, wer hat mich denn noch getroffen? Er war um die Ecke und ich war schon wieder weg. Ist ja uncool. War doch uncool. Böse. Werd ich aggressiv, jetzt hol ich dich, ey. Oh mein Gott, ich kann nicht das Fenster sehen. Ist das Fenster hinter mir, kann ich den Typen sehen. Ich kann den sehen, oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist auf der anderen Seite des Fensters. Und ich glaube, er hat mich gesehen. Ich glaube, er kennt mich. Nee, er guckt jetzt erstmal auf die Holzbücher. Auf die Bücherregale. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, Alter, ich habe mich viel öfter gehittet, dieser Hacker. Das ist natürlich jetzt schade. Ey, weißt du, wäre ich einfach so schlau gewesen, wäre einfach da stehen geblieben. Ohne, er hat ja in die andere Richtung geschlagen, statt auf mich. Aber, na gut, kann man machen. Ich schlage jetzt einfach auf alles, was ich sehe. Oh, das war schon eine sehr gute Runde jetzt. Ja, habe ich wirklich gehabt. Ich finde einfach die restlichen Heiler nicht mehr. Oh, hallo. Ja, ich irgendwie auch gerade nicht. Warte, was ist das hier? Scheiße. Weißt du vielleicht? Ich bin hinter dir. Läuft bei dir. Auf jeden Fall immer hier diese Leuchtfeuer oder so. Naja. Okay, ist auch nichts. Ich schub mal weiter. Oh mein Gott, ich hab gerade irgendwas gehört. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Am schlauesten wäre es natürlich, wenn man am Spawn, also da wo die Seeker spawnen, nachschauen. Denn die meisten verstecken sich halt da, wo es niemand glauben würde. Und kein Seeker würde glauben, dass sich einer einfach mal so da an ihrem Spawn, also da wo die spawnen, ist egal, dass die da sich da halt verstecken. Genau, deswegen ist es halt das beste Versteck. Ich habe mich auch ein bisschen näher an dem Spawn versteckt, in so einem kleinen Raum. In so einem Gang, deswegen sind so viele vorbeigelaufen. What the
fuck. Ah, voll die Welt. Wir können ja gar nicht sterben, ne? Oh mein Gott, doch können wir! Ich glaube, sterben tue ich nicht mehr. Nein, warum? Du blöde Fotze. Jonas, Doka, Jonas, Audit. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Ich hatte gar keinen Plan. Nee, die Heide haben gewonnen. Wir waren die Sieger. Ah, ja. Okay, ja, ist aber wieder sehr lustig mit dir. Es macht immer Spaß, mit dir drin aufzunehmen. Ich hoffe, das kannst du auch sagen. Und mit mir, ja, ja, klar, mit klar, dir. Klar. Ich wäre krank, würdest du sagen. Ja, ich mag es, mir aufzunehmen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Teilen wird uns natürlich auch, mir natürlich auch sehr viel bedeuten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es euch in die Kommentare. Ihr findet alle Links in der Beschreibung. Und ja, ich verabschiede mich mal. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss. Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ja, danke. Hallo erstmal. Ja, hallo meine Freunde. Heute haben wir zu Gast den GD Gamer MC. Bitte komm mal raus. Ja, das war eine tolle Begrüßung. Vielen Dank. Hi, na? Ja, hallo. Da stehen sie nicht auf. Okay. Okay, ja, wir spielen jetzt heute Hide and Seek. Das Spiel, ich bin ein Keks. Ich bin auch ein Keks. Nee, ich bin ein Ofen. Ja, ich bin ein Ofen. Ich bin auch ein Keks. Verwechselt. Ne? Ja, ganz. Oh, hier kann man sich gut verstecken. Das ist nice. Verstecke ich mich denn? Ah, ne, das ist offensichtlich. Ich brauche eine Lücke irgendwo. Ich brauche eine Lücke. Wie dumm ist der denn, also? Der hat mich versteckt. Was, geht schon los? Ich bin solide. Ne, es geht, glaube ich, jetzt gleich los. Ja, kann ich irgendwo hochgehen? Kann ich... Junge, der Typ ist ja gleich da vorne. Naja. Okay, solide werden. Ich muss dir schmerzlich sagen, solide, ich sehe dich. Du bist ein Ofen, ne? Ja. Ich sehe dich. Jetzt bist du solide. Was bist du denn? Ja. Was bist du denn? Ich bin die Jukebox, die du eben geschlagen hast und beschimpft hast. Wie doof ist der denn? Weil du wolltest neben die Öfen. Ja, ne? Genau. Wie geil. Ja, sehr schön. Wir sind also fast gegenüber. Wenn ich so nach rechts und links gucke, können wir das dann sehen? Nein, man sieht nur so solide Sachen. Ja, jetzt bist du kurz wieder unsolide, ja, genau, geworden. Ich habe kurz geguckt. Wie bewegt er sich? Sucht er sich überhaupt? Ja, ein bisschen. Ja, Ich esse mal nebenbei Kaugummi. Ja. Ich habe gerade auch schön Mais gegessen, mich vorzubereiten. Du hast dafür Igor, erzähl doch mal, was machen wir denn hier bei Hide and Seek? Ja, ach ja, stimmt. Ja, es sind alle halt versteckt nach einem, also ich sehen alle Spieler aus, bis auf einer, sehen alle aus wie ein Block, den es in Minecraft gibt. Und sie müssen sich halt auf einer Map verstecken, als wären sie halt ein ganz normaler Block, der zur Map gehört. Ich bin zum Beispiel ein Ofen, also habe ich mich jetzt hingestellt auf einen anderen Ofen und das so ein bisschen aussieht, als würde ich zu den ganz normalen gehören. Ist denn das hier, der hier gerade rumläuft? Nein. Und der hätte jetzt gleich ein paar Schwierigkeiten. Ja, bin der stell hier. Dich genau. Ach, das bist du. Ah, hallo. Ah, läuft bei dir. Aber du hast ein sehr gutes Verstehen. Genau neben anderen Typen. Das ist mal gar nicht. Wollte ich mal so gesagt haben. Aha. Oder eine könnte sich auf dich stellen. Ja, dein sieht man auch nicht wirklich. Der eine könnte sich im Prinzip auf dich stellen, der da, der unten ist, auf dich, damit er neben dem anderen ist. Das würde sehr gut sein. Ja, das Spiel ist sehr lustig, weil man halt sich gegenseitig denkt, ja, der könnte... Oh, der ist schwer. Oh, die beiden Holzblöcke haben es sehr, sehr schwer. Och, das ist kacke. Das ist ja fast unmöglich auf dieser Map. Und ja, es geht halt hier darum, nicht gefunden zu werden. Und jetzt, die Sucher haben halt eine bestimmte Zeit, beziehungsweise ist ein Sucher. Der muss dann halt einen Block, den er denkt, er wäre ein Spieler, und so draufschlagen und damit töten. Und dann ist er auch ein Sucher. Du hast jetzt zu verstecken. Das Versteckspiel.
Nur dass du halt ein bestimmter Block bist und dich damit halt besser verstecken kannst. Kommen wir mit dem Seeker töten? Nein, gar nicht. Er wurde schon wieder umgebracht. Der Typ macht gar nichts. Oh mein Gott. Töte den jetzt gleich. Doch, komm, ich komm, wir gehen, komm, ich die komm, wir töten jetzt. Wie kommt man denn da hinten? Hinten ist er jetzt. Achso. Okay, komm, jetzt go dahin, Alter. Oh Mann. Ja, der ist AFK. Er wurde schon wieder umgebracht. Du bist auf Kader, man kann sich einfach hinstellen und warten, bis er kommt, ey. Ja, das ist nämlich ein bisschen bitter. Ja, die Runde wird sowieso jetzt in einer Minute, eineinhalb Minuten zu Ende sein. Eine Minute 20 Sekunden, dann machen wir auf jeden Fall noch eine Runde. Ah, ich hab ihn getötet. Jo, ich hab 10 Punkte bekommen, Mann, weil ich den gar nicht schwer bin. Ich finde den Schlangen ja gar nicht da. Was schlagen die? Ah, hier so. Ja, hier umgebracht. Ich hab schon so. Was kommt denn hier? Ach, er hat gefragt, where is the Seeker? Ja, nee, who is the Seeker? Ja, klar. Ja, ich hab ihn gekillt, boah, ich mir wusste. Oh mein Gott, ey, wo ist er denn? Die Runde ist jetzt in 20 Sekunden zu Ende, von daher machen wir auf jeden Fall. Ah, nee, sogar 15 Sekunden, machen wir auf jeden Fall Ende. Können wir noch einmal töten. Ach, schade. So, es sind noch 3, 2, 1. Ende, super, wir haben gewonnen. Das ist super. So, das steht bestimmt auch. Hier steht die Game of the Year auf der Box. Und wo steht natürlich der wichtigste von allen? Da ist er. SN Fairness. So, ich denke, wir machen ja einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Runde. Tschüss. Ciao.